Hey YouTube, ihr wolltet schon immer mal auf ein absolut aufregendes Event? Ihr wolltet Live-Musik? Ihr mögt DJs? Ihr mögt Party, nette Leute und viel Getränke? Dann kommt doch am 18. Dezember zur White Wedding Party. Genau, denn der Grund, warum ich dies ankündige, ist, dass ich das erste Mal live on stage dort performen werde und überhaupt vor fremden Leuten. Und ja, und es ist in Berlin natürlich, Wolterstraße. Das ist die Linie U8 und direkt am U-Bahnhof unter einer ehemaligen Möbelfabrik. Es soll ganz leicht zu finden sein und sowieso werden da Massen hinströmen wegen mir und sonst wem, der halt noch ist. Ja, und deswegen werdet ihr das bestimmt finden. Und es ist am 18. Dezember, geht um 22 Uhr los. Und genau, es geht vielleicht bis 10 Uhr morgens, Sonntag oder so. Und ja, wann ich auftreten werde, das ist alles ein wenig locker, wie lange man spielen darf und so. Aber ich denke mal so um 11:30, 12 werde ich auftreten. Und ja, werde hauptsächlich meine eigenen Songs natürlich spielen und vielleicht ein Cover. Dann muss ich nochmal schauen, was ich da mache. Und noch ein paar Freunde von mir werden auch auftreten, die auch ganz tolle Musik machen. Und noch ein paar andere, die ich jetzt nicht kenne, aber es wird bestimmt ein schöner Abend. Und es gibt halt sehr viele Floors mit DJ-Mucke und ja, lauter Bars dazwischen. Und ja, ich kann es nur empfehlen, wer Zeit und Lust hat und zufällig in der Nähe wohnt, Berlin, am 18. Dezember, Wolterstraße, U8. Wild Wedding heißt die ganze Sache und 22 Uhr geht's, soll es losgehen und so. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort sehen würde. Und ja, also ihr müsst mich dann vielleicht auch ansprechen oder so, weil ich kenne euch ja nicht persönlich von sehen. Das ist ja klar, ne? Ja, okay. Ja, wegen der Blume, ich wollte nur das Ganze ein bisschen farblich aufpeppen. Also es kam mir so trist vor. Was Weihnachtliches habe ich leider nicht. Verdammt. Ich müsste Videos schneiden können. Okay, habt noch einen schönen Tag und bis dahin, ja, und ich denke mal, dass ich noch ein paar Videos in der Zeit uploaden werde. Also macht's gut. Ciao.